Hallo, wenn man einen Zylinder kennt, dann kennt man auch dessen Oberfläche. Das bedeutet, wenn man also Radius und Höhe eines Zylinders gegeben hat, dann kannst du auch die Oberfläche ausrechnen. Ja, wie macht man das? Da kann man ganz elementar vorgehen. Ja, da muss man gar nicht viel beweisen. Das ergibt sich also aus der Anschauung. Hier ist ein Zylinder. Dieser Zylinder hat eine Oberfläche. Das bedeutet, alles, die Gesamtfläche, die sich jetzt hier außen befindet. Oder, ja, da geht das nicht so gut. Ich nehme den mal hier, den Zylinder. Hier ist eine Fläche, da ist eine Fläche. Hier außenrum ist die Mantelfläche und die Gesamtfläche, das heißt die Fläche plus die Fläche plus die Mantelfläche, das. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.